Egal ob FIFA oder Call of Duty, der Gaming-Bereich wächst rapide, Jahr für Jahr. Vereine wie der FC Bayern München, Schalke 04 haben mittlerweile eigene E-Sports-Abteilungen eröffnet, weil der E-Sports-Bereich auch in zweistelligen Prozentraten pro Jahr wächst. Große Messen wie die Gamescom erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und Video-Streaming-Plattformen wie Twitch, Jeff Bezos hat mal wieder alles richtig gemacht, wächst auch Jahr für Jahr im zweistelligen Bereich. Und in meinem heutigen Video möchte ich dir mal ein ETF vorstellen, wo du den kompletten Gaming-Bereich und E-Sports-Bereich mit nur einem ETF abdecken kannst. Viel Spaß dabei! Der gesamte Videospielbereich, egal ob auf der Konsole, auf dem Computer oder auf dem Smartphone, wächst jedes Jahr im zweistelligen Bereich. Mein Name ist Christian, der Feierabendaktionär, und in meinem heutigen Video will ich dir mal ein ETF vorstellen, in dem du den kompletten Gaming- und E-Sports-Bereich abdecken kannst. Bevor wir uns jetzt den E-Sports und Gaming ETF genau angucken, nochmal ein paar kurze Fakten zum Thema Gaming und E-Sports. Als allererstes möchte ich euch mal die folgende Grafik vorstellen. Hier hat die Firma Doilette, das ist eine Unternehmensberatung, mal eine Befragung gemacht, inwieweit Gaming denn hier in der Gesellschaft mittlerweile verbreitet ist. Wie man auf der Grafik sehen kann, ist es, dass es quer durch alle Altersschichten, egal ob zwischen 14 und 18 bis 65 Jahren, eigentlich alle sind am Zocken. Die Ausprägung ist natürlich jetzt auch ein bisschen unterschiedlich. Wie man da ganz stark sehen kann, ist, dass das Mobile Gaming hier auf dem Smartphone mittlerweile eine ganz wichtige Rolle spielt auf dem Gaming-Markt, speziell auch hier in Deutschland. Dann folgt ganz normal, wie man es eben kennt vom Daddeln, PC-Spiele eben oder Konsolen wie die PlayStation. Genau, und umso jünger die Leute sind, umso unbeliebter scheint sind Brettspiele. Dann habe ich hier nochmal eine ganz interessante Grafik rausgesucht, das ist auch aus einer anderen Studie heraus. Hier wird mal aufgeschlüsselt, wie viel Geld die führenden Anbieter im Gaming-Bereich mit Videospielen pro Jahr verdienen. Das sind jetzt mal die Umsatzzahlen aus dem Jahr 2018, aber hier sind einmal die Zahlen ganz gut gegenübergestellt. Und wie man hier sieht, ist eben auf Platz 1 mit weitem Vorsprung die Firma Tencent. Macht ja auch Sinn, wie ich euch gerade gesagt habe, das ist zwar jetzt in China, aber im Prinzip ist es dasselbe. Mobile Gaming auf dem Smartphone wird immer beliebter. Dann kommt Sony, wahrscheinlich wegen der PlayStation, Microsoft wegen der Xbox. Und dann folgt auch schon relativ bald der erste Spielehersteller mit Activision Blizzard. Genau. Und weiter unten, man kennt ja eigentlich die ganzen Namen. Dann kommt EA oder Take-Two Interactive mit GTA, Ubisoft. Um jetzt nochmal aufzuzeigen, wie viele Spiele denn weltweit so verkauft, dann habe ich hier mal zwei Statistiken rausgesucht aus dem Jahr 2017. Fangen wir mal an. Hier sieht man, dass auf Platz 1 war Call of Duty World War II, wurde weltweit 11,6 Millionen Mal verkauft, danach kam FIFA mit 10 Millionen Mal. Ein Jahr drauf, im Jahr 2018, war das meistverkaufte Spiel in dem Fall Red Redemption 2 mit fast 14 Millionen Stück, dann Call of Duty Black Ops mit 9,3 Millionen Stück und dann FIFA mit 9,15 Millionen verkaufter Spiele pro Jahr. Also jetzt nicht nur der Gaming-Bereich an sich wächst, sondern was auch extrem stark wächst, ist der E-Sports-Bereich. Nicht nur was die Umsätze angeht, sondern auch was die Zuschauerzahlen angeht. In der Grafik hat man das Ganze jetzt mal zusammengefasst und da kann man ganz gut sehen, dass es mit über 20% pro Jahr wächst, sowohl was die Zuschauer angeht, als auch was die Umsätze im E-Sports-Bereich betrifft. Jetzt hat man hierhin prognostiziert, dass es bis ins Jahr 2023 sollen die Umsätze im E-Sports-Bereich eben bis auf 1,5 Milliarden Euro hochgehen und die Zuschauerzahl soll sukzessive steigen. Eben von diesem Jahr mit 495 Millionen soll es raufgehen auf 650 Millionen Zuschauer. Zu dem gleichen Ergebnis kommt jetzt auch hier diese Statistik, möchte ich auch nicht vorenthalten. Da sind jetzt eben die weltweiten Umsätze prognostiziert bis ins Jahr 2023 im E-Sports-Bereich. Auch die Studie kommt jetzt zu dem Ergebnis oder prognostiziert jetzt für das Jahr 2023 eben einen Umsatz von 1,6 Milliarden Euro knapp. Das Geld wird jetzt eben hier generiert, eben über Übertragungsrechte, über Merchandise, über Werbung etc. pp. Aber wie man eben sehen kann, ist, dass der E-Sports-Bereich eben stark wächst. In der Grafik kann man jetzt sehen, wie viele Millionen Stunden Zuschauer Twitch im Mai 2020 eben erreicht hat, nach Spielen geordnet. Da war eben auf Platz 1 Valorant, gefolgt eben von League of Legends, ja, Fortune, Grand Theft Auto, Call of Duty Modern Warfare. Wenn man das aber zusammennimmt, dann ist es schon ein Haufen Stunden und da kann man dann auch ganz gut sehen, dass eben in diesem Bereich wirklich coole oder dass in diesem Bereich eben auch wirklich sehr viel Geld zu machen ist. Wie ich euch jetzt hier mit dieser kleinen Faktenrunde zeigen wollte, ist der Gaming-Bereich ein Milliardengeschäft mittlerweile, plus der E-Sports-Bereich wächst immer weiter. Jetzt ist es aber so, das habe ich euch ja gerade vorher eben gezeigt bei den Spielen zum Beispiel, dass eben unterschiedliche Spiele pro Jahr eben am meisten verkauft werden. Wenn man sich die Spiele heutzutage anguckt, da steckt extrem viel Entwicklungsaufwand dahinter.
und das macht das Ganze jetzt auch nicht ganz so billig. Das heißt, man weiß eben nicht so genau, welcher Spieleanbieter eben jetzt das neue nächste Blockbuster-Game auf den Markt bringt. Um genau dieses Problem jetzt zu lösen, gibt es jetzt eben im Branchen-ETF, da hat die Firma OneEgg eben in E-Sports und Gaming-ETF aufgesetzt und genau den möchte ich mir jetzt mal mit euch zusammen anschauen. Wie immer schaue ich mir ETFs auf der Seite justetf.com an und hier ist das gute Stück und zwar ist es der OneEgg Vectors Video Gaming und E-Sports ETF mit der WKN A2PLDF. Der MVIS Global Video Gaming und E-Sports Index bietet Zugang zu Unternehmen weltweit, die mindestens die Hälfte ihrer Umsätze im Videospielbereich oder im E-Sports oder entsprechender Hard- und Software erzielen. Der Fonds hat mittlerweile ein Volumen oder der ETF hat mittlerweile ein Volumen von 326 Millionen Euro und die Kostenquote, die ist relativ hoch, die liegt bei 0,55%. Genau. Wie ich finde, aber jetzt 320 Millionen Euro ist schon ein relativ hohes Geldvolumen, wenn man sich mal überlegt, dass der Fonds, dass der ETF, der wurde gerade mal im Jahr 2019 im Juni aufgelegt. Jetzt habe ich hier mal das Factsheet aufgemacht und hier steht es eben nochmal. Der Fonds wurde aufgesetzt im Jahr 2019 im Juni. Genau, die dahinterliegende Währung ist eigentlich US-Dollar. Das Fonddomizil ist Irland. Sie haben jetzt hier berichtet eben von 318 Millionen. Da sieht man auch, wie viel Geld dann da eigentlich reinströmt, wenn es jetzt schon wieder mehr ist. Rebalancing passiert quartalsweise. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Also genau. Schauen wir uns als allererstes kurz die Länderverteilung an. Hier macht die USA in Anführungszeichen nur 36% aus. Dann kommt Japan, China, Taiwan, Südkorea. Genau, ist jetzt nicht zu USA-lastig, macht aber auch Sinn im Spielemarkt. Die 10 größten Holdings aktuell sind eben auf Platz 1, wäre hier eben Nvidia als der Grafikkartenchip-Hersteller aktuell. Dann kommt Tencent, wie ich euch erklärt habe, Mobile Gaming auf dem Smartphone ist ein Riesenmarkt und da ist Tencent eben in China einer der Weltmarktführer. Dann kommt AMD hier unten, macht auch irgendwo Sinn, das sind die Prozessoren in den Spielekonsolen. Und hier folgt dann auch schon der erste Spielehersteller mit Activision Blizzard, Call of Duty etc. pp. Also wie man sehen kann, machen jetzt hier schon die größten Holdings, also die größten Positionen alleine 61% aus. Jetzt gehen wir dann nochmal auf die Seite von OneEgg selbst, um sich das anzugucken. Schauen wir uns hier mal die Übersicht an. Hier schreibt OneEgg jetzt auch zum Beispiel, dass eben ihr E-Sports und Gaming ETF den S&P outperformt hat im letzten Jahr. Genau, den Chart schauen wir uns gleich nochmal an. Unten in den Keypoints schreibt OneEgg jetzt eben auch, dass eben zum Beispiel im letzten Jahr 445 Millionen Menschen sich global E-Sports-Events angeschaut haben. Hier schreiben sie auch, E-Sports Growth Rate has increased almost 28% yearly since 2015. Also die Wachstumsrate im E-Sports-Bereich liegt bei 28% seit 2015. Genau, um jetzt in diesen ETF aufgenommen zu werden, verlangt jetzt OneEgg eben, dass 50% vom Umsatz entweder durch Videospiele an sich generiert werden oder eben durch E-Sports. Schauen wir uns hier nochmal komplett an, was hier alles drin ist. Dann eben wie gesagt, aktuell, nicht wie im Factsheet, aktuell ist auf Platz 1 die Firma Tencent, macht 8,4% aus. Dann kommt Nvidia, Nintendo, Activision Blizzard. Also das ist wirklich das Who is Who hier, Take-Two, Interactive Software, das ist GTA zum Beispiel. Dann eben Zynga, wie ich gesagt habe, für die Facebook-Spiele, genau. Aber da sind auch Sachen dann eben dabei, wie Ubisoft, die kennt man. Ja, der ETF deckt im Großen und Ganzen eben das Who is Who der Spielehersteller ab. Aktuell sind eben 25 Positionen in dem ETF vorhanden. Und wenn man sich den Chart jetzt hier mal anschaut von dem OneEgg Gaming ETF, dann sieht man, letztes Jahr wurde er aufgesetzt. Er hat seitdem 60% plus gemacht, also der ist wirklich ordentlich marschiert. Der Einbruch, der war jetzt hier, dieser Corona-Einbruch war jetzt gar nicht so massiv, also 35% vorne ist dann wieder auf knapp 8% runtergefallen. Also war der Einbruch nicht so stark, meines Erachtens. Und hier unten kann man sich dann nochmal angucken, also die aktuelle Jahresrendite, die liegt halt auch schon wieder bei 38,5%. Der Vanguard Gaming ETF ist jetzt sparplanfähig und bei der Comdirect sogar aktuell kostenfrei. Normalerweise bin ich jetzt nicht so der Riesenbranchen-ETF-Fan, aber bei manchen Sachen macht es meiner Meinung nach dann schon Sinn, mit einem Branchen-ETF ganz breit die Sachen abzudecken. Ich bin jetzt auch überlegen, ob ich mir jetzt nicht einen Sparplan einrichte auf diesen Gaming-ETF, einfach dann, um in diesem breiten Markt, und ich glaube, da ist noch eine Menge Zukunft drin, einfach in Zukunft auch davon zu profitieren.
Was haltet ihr prinzipiell jetzt vom Gaming-Bereich? Seid ihr investiert in Gaming-Aktien? Weil ich denke mal, viele von euch werden auch sowas wie Activision Blizzard entweder haben oder zumindest auf der Watchliste. Wie gefällt euch jetzt ganz konkret dieser Gaming-ETF, den ich euch hier vorgestellt habe? Würde mich wirklich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst. In eigener Sache. Wenn dir das Video gefallen hat, denk an alt, also abonnieren, liken, teilen. Das Abonnieren ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Das zeigt nämlich YouTube, hey, das Video ist cool, wir wollen mehr Content haben. Das soll es dann auch von heute von mir gewesen sein. Mein Name ist Christian, ich wünsche dir einen schönen Tag. Ciao.